Einen wunderschönen guten Abend. Ich komme vom Vogtland Regionalfernsehen und bei uns gibt es eine Sendung, die nennt sich der Blumenstrauß der Woche. Und diesen Blumenstrauß bekommen Menschen, die ihn auch wirklich verdient haben. Wir haben einen Brief bekommen von dem Elternrat der Schule und der liebe Herr Bartsch soll heute mit dem Blumenstrauß der Woche vom Vogtland Regionalfernsehen geehrt werden. Kommen Sie zu mir, Herr Bartsch. Möchte. Danke unserem Schulleiter Herrn Bartsch. In diesem Jahr gibt es für ihn gleich zwei Jubiläen zu feiern. Seine Schule wird 100 Jahre und zugleich ist es sein 20-jähriges als Schulleiter. Der Ausdruck seine Schule ist mit Bedacht gewählt. Denn wenn immer man hier vorbeikommt, sein Auto steht vor der Tür, in seinem Zimmer brennt Licht oft von morgens bis spätabends. Während der dreijährigen Bauphase hat man das auch oft am Wochenende erlebt. Herr Bartsch engagiert sich über alle Maßen für die Schule, seine Kollegen und auch seine Schüler. Er begrüßt allmorgendlich die Schüler beim Einlass um 7.15 Uhr und verabschiedet sie wieder um 14 Uhr. In den Pausen hat er die Aufsicht und wenn nicht, ist er trotzdem im Schulhaus unterwegs, um mit den Schülern zu fachsimpeln oder den einen oder anderen Streit zu schlichten. Er ist immer da, ist nie schlecht gelaunt oder genervt. Er hat für jeden ein offenes Ohr. Seine Geschichtsunterrichtsstunden sind sehr beliebt und wenn der große Bruder schon bei Herrn Bartsch Unterricht hatte, dann können es die Geschwisterkinder gar nicht erwarten, bis sie in die 9. Klasse kommen. Er ist bei allen mit viel Herzblut dabei, dafür lieben ihn seine Schüler und schätzen ihn die Eltern. Die Mittelschule Geschwister Scholl hat einen sehr guten Ruf und wenn von dieser Schule die Rede ist, nennt man im gleichen Atemzug auch unseren Schulleiter Herrn Bartsch. Denn das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Lieber Herr Bartsch, auf diesem Wege möchte sich der Elternrat der Schule ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen alles ordentlich Gute wünschen. Natürlich kann so eine wunderbare Festveranstaltung und so eine Festwoche nicht von einem allein organisiert werden. Deshalb habe ich heute die Ehre, noch zwei Blumensträuße zu vergeben. Und zwar, wie man sie nennt, an ein Traumdoppel. Liebe Frau Götz, liebe Frau Blume, kommen Sie bitte auch nach vorn. Auch für Sie jeweils ein Blumenstrauß für Ihre Mühen. Und natürlich auch noch ein kleiner Brief. Ein großer Dank an Frau Götz und Frau Blume. Dieses Traumdoppel hat seit einem Dreivierteljahr eifrig und ohne auch nur irgendeine Mühe zu scheuen an der Vorbereitung der Festwoche anlässlich der 100-Jahr-Feier der Geschwister-Scholl-Schule gearbeitet. Dabei wurde sicher in dieser Zeit recht wenig auf die Uhr geschaut. Denn zusätzlich zur Organisation dieser Festwoche fallen da ja zum Beispiel noch die Ganztagsangebote und die dazugehörigen Anträge sowie die Berufsvorbereitung an der Schule in ihrem Arbeitsbereich. Und nicht zu vergessen, Sie sind ja auch noch Lehrer. Frau Götz und Frau Blume können aber nicht nur gut organisieren, sondern auch ihr Umfeld motivieren. So haben Sie die Kollegen und auch einige Eltern motiviert, sich für die Vorbereitungen mit einzubringen. Am Ende sind bei Ihnen die Fäden wieder zusammengelaufen. Dass wir alle heute hier an diesem schönen Tag, an diesem schönen Abend sein können und die Kinder morgen ein wunderbares Schulfest feiern können, dafür möchte der Elternrat Danke sagen. Wir haben gerne mit Ihnen beiden zusammengearbeitet und werden es auch gerne so tun. Auch Ihnen beiden gilt unser besonderer Dank und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich bin selten sprachlos, jetzt bin ich nah dran, denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war hier, um eine 100-Jahr-Feier zu erleben, die Schule in den Mittelpunkt zu stellen. Mir ist das fast ein bisschen peinlich, aber ich gebe das gerne weiter. Nicht nur an die beiden Kolleginnen, sondern an mein gesamtes Kollegium. Man könnte nicht solche Arbeit leisten, wenn nicht alle dahinter stehen.
Und es macht einfach Spaß, mit diesem Kollegium zu arbeiten und das schon die ganzen 20 Jahre. Vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Wir beide möchten uns natürlich auch ganz herzlich bedanken, aber wir können auch hier nur sagen, dass wir diese beiden Blumensträuße eigentlich nur stellvertretend für alle Kollegen entgegennehmen können.